Jo Freunde, herzlich willkommen wieder zurück zu Modded Skyblock. Ein neuer Part ist wieder am Stissel. Ja, in der letzten Folge sind wir ja dort hinten hingegangen. Zu diesem anderen Dungeon, was ja so ähnlich ist wie das dort. Und wir haben wieder nicen Shit gefunden. Das steht auf jeden Fall fest. Ich weiß so gar nicht, was wir heute genau machen. Ich will ja eigentlich mittlerweile schon in den Nether. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Und haben wir wirklich alles an Stein verballert? Wir haben nur noch 9 Stufen. Dann machen wir uns erstmal eine Eisenspitzhacke. Kann man mit der Axt eigentlich auch Bäume abbauen oder geht das nicht? Oh doch, Gott sei Dank, ey. Ich hatte schon Angst. Ich dachte, es geht nicht. Ja, dann ist ja gut. Gut, wir haben wieder einen Setzling. Es ist gut, dass wir jetzt noch mehr Bäume haben, ehrlich. Das finde ich so geil. Dann können wir hier einen platzieren, hier können wir einen platzieren und hier. Boah, jetzt haben wir sogar richtig viele Setzlinge. Aber ich platziere jetzt erstmal keine neuen, weil ich glaube, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Mit dem Holz, da können wir auf jeden Fall wieder ein bisschen was machen. Und wir sollten uns... Ach, ich habe jetzt kein Dings. Sonst hätte ich gesagt, wir sollten uns mal einen Ofen machen, aber ich habe ja keinen Stein. Das ist jetzt natürlich mies. Ja, ich dachte mir, wir werden einfach mal unten diese Kuppeln ein bisschen, sag ich mal, abbauen oder weiter abbauen, sodass wir dort ein bisschen Platz haben und nicht da unten die ganze Zeit irgendwelche Mobs spawnen und so, dass wir hier ein bisschen freiräumen. Dass so gesehen nur unten der Boden ist. Das wollte ich eigentlich machen. Zur Not mache ich das auch offscreen, falls das zu lange dauert. Ja, da sind doch schon wieder die ersten komischen Viecher am Start, die mich schon wieder auf den Sack gehen wollen. Ich habe übrigens... What the hell? Was ist das denn? Alter! Also, kaum bist du hier, geht's gleich schon wieder rund. Ehrlich. Da denkst du auch schon wieder, was habe ich eigentlich getan? So, okay, da ist... Keine Ahnung, wie das jetzt gerade passiert ist, aber... Ja... Ich war es auf jeden Fall nicht. Toll. Und jetzt? Jetzt können wir gefühlt wieder nichts machen. Naja. Nee, aber ich habe übrigens die Hornissen-Mod rausgehauen, weil die Viecher haben halt echt so abgenervt, ne? Das war nicht mehr normal. Die sind halt immer gespawnt, überall, wo du sie gerade nicht gebrauchen konntest. Deswegen, das war halt übelst die nervige Mod, ich schwör auf alles. Also die sind, den Viechern sind wir jetzt erstmal los, ganz ehrlich, weil die waren halt echt abgrundtief nervig. Muss man mal ganz ehrlich so sagen. Deswegen bin ich da schon froh, dass die Mod endlich weg ist. Weil, wie gesagt, die haben einfach nur noch abgenervt, die Scheißviecher. Muss man halt ehrlich zugeben. Deswegen. Und ja. Ich weiß halt nur nicht, wo wir jetzt genau weitermachen. Wie gesagt, ich will ja eigentlich in den Nether. Alter, was geht denn da ab? Ach du Scheiße. Da ist auf jeden Fall irgendein Skilltyp. Das sieht nicht gut aus. Ja. Was soll man dagegen nur machen? So, hier haben wir noch ein bisschen Kohle, die wir noch mitnehmen können. Wie gesagt, einen Ofen sollten wir uns auf jeden Fall auch schon mal machen, dass wir ihn zumindest haben. Das steht fest. Das wäre echt gar nicht mal so schlecht. Und ja, ansonsten fahren wir halt weiter Stein. Wie man es halt kennt. Wie gesagt, ich würde ja am liebsten eigentlich, dass die Plattformen hier alle frei sind, aber ich glaube, bis dahin ist es echt noch eine Weile hin, bis man so weit kommt. Das dauert halt gefühlt wirklich ewig. Das ist halt das Problem. Und ja. Und ich weiß jetzt auch, wie man die Todespunkte entfernt, aber ich will jetzt nicht wieder eine falsche Taste drücken, weil ich habe das Gefühl doch schon wieder vergessen. Also deswegen, das ist das Problem. Das heißt, hier müsste nicht alles voll mit Beacons oder so sein. Ja, ich weiß jetzt nicht, was mit den Skeletten dort los ist, aber... Ja. Mir egal. Was? Was war das denn? Was war das denn für ein Vieh? What the hell? Was zur Hölle war das denn? Habt ihr das gesehen? War irgendwelche Augen oder so, die da rumgeflogen sind. Ja. Ey, geh weg! Ich muss sie angucken. Ich muss sie angucken, ansonsten gibt's Ärger oder so. Naja. Steckst du nicht drin.
Was will man da machen? So, wir farmen immer und immer mehr Stein. Ja, ich glaube, es ist schon schwierig, die ganze Kuppel hier abzubauen, weil dann kommen halt auch wieder die ganzen Mobs. Weil ich hätte es halt am liebsten, dass nur diese Plattform hier die ganze Zeit da ist, dass ich hier frei rumlaufen kann und halt dann die Wegverbindung hätte, weil hier mit der Kuppel, das ist doch blöd. Oh, da ist wieder so ein Typi. So eine Schildkröte oder so. Oh. Hä? Was war das denn schon wieder? Ach, das war er da unten, ne? War das er? Okay, da ist gerade ein Skelett gestorben. Das ist cool. Okay, man, ich krieg auf jeden Fall... Was ist mit euch? Hau ab! Okay, also ich muss sie auf jeden Fall irgendwie angucken oder so, aber... Ich weiß nicht, ob die was machen oder wie stark die sind. Das ist das Problem. Deswegen. So. Immer mehr Stein farmen. Stein. Tut immer gut. Ja. So, jetzt ist unsere Spitzhacke Schrott. Hau ab! Lach nicht so. Du auch nicht. Ich muss die... Oh! Alter, was ist denn mit dem los? Die sind das also immer. Lass uns mal mit dem anlegen. Kommen wir da rein? Nein, scheiße. Na, egal. Das ist halt echt gut, dass wir... Jetzt können wir pennen gehen. Oh, Gott sei Dank, ey. Nervt uns die ganzen Viecher zumindest da nicht. Die alle rumlungern. Wir sollten vielleicht die Render das wieder ein bisschen höher machen. Machen wir mal auf 16. Ich glaube, das ist besser. Dann können wir zumindest ein bisschen weiter gucken. Also Holz hätten wir da hinten ja auch, aber... Ja... Ich glaube, wir sind erstmal so glücklich, wie es jetzt gerade ist. Warte, die Axt macht doch mehr Damage, ne? Nein, die macht 7 Damage. 100% charged. Giant Slayer. Ah ja. Oh nein, ich wollte ja keine... So, das wollte ich machen. Ja. Gut, dann können wir uns auf jeden Fall auch wieder neue Stufen machen. Aber bevor ich das mache, mache ich mir erstmal einen Ofen. Damit wir zumindest einen haben. Das steht fest. So. Haben wir schon wieder ein Problem weniger. So, wir hatten doch hier auch noch... Ah ja, guck mal. Ein paar Stufen hatten wir da ja auch noch. So. Wir hätten auch noch Langsamkeitspfeile. Aber ich glaube, das spielt jetzt erstmal keine Rolle. Boah, wir haben auf jeden Fall sehr viele Stufen. Das steht fest. Yo! Okay, das sieht sehr, sehr gut aus. Das sieht sogar sehr, sehr gut aus. Holy moly. Ja, eine Spitzhacke wäre eigentlich auch nicht schlecht. Wenn ich gerade mal darüber überlege. Muss ja diesmal keine Eisen sein. Eigentlich reicht auch nur Holz. Wir müssen ja jetzt nicht viel abbauen. Ist jetzt nur erstmal für... Ja, so allgemein halt. So. Und dann können wir... Da hinten würde ich am liebsten gleich weiter. Um einfach mal gucken, was wir da noch so finden. Deswegen. Also auf jeden Fall gespannt bleiben. Oh, da unten ist noch Stein. Den nehme ich mir mit. So. Gleich wird wieder alles entfernt. Dieser Lag Removal ist echt nicht schlecht. Muss man mal so sagen. So, da hinten ist ja noch so, so ein Dungeon wie dieses hier. Wobei man sagen muss, so krasses Zeug ist da gar nicht drin. Wenn ich mal ehrlich bin. Also, was hatten wir da? Ein bisschen Eis, ein paar Schneebälle. Aber wir könnten uns natürlich auch noch... Guck mal, da sind noch 3 von diesen Kuppeln. Und da hinten gibt es wahrscheinlich noch mehrere. Also das ist... Und es dürfte... Das ist auch gar nicht so viel Stein. Von dort aus darüber? Ich glaube, das geht sogar. Das könnten wir schaffen. Das mache ich auch. Dass wir erst dahin gehen. Und da sind auch noch diese Wolken. Was auch immer die machen. Vielleicht sind die auch nur einfach so da. Bei so viel Stein wird das nicht sein. Das wird nicht viel Stein sein. So, warte mal. Am besten machen wir es so. Ja. Also es wird schon ein bisschen Stein sein, aber wir haben so viel, dass das auf jeden Fall reichen wird. Das steht auf jeden Fall fest. So. Dann gehen wir da einfach mal rüber. Und gucken mal, was in den Dungeon finden. Vielleicht werden wir auch dann irgendwann so viel Obsidian haben, dass wir den Nether können. Das war jetzt schon echt gut. Aber wir gucken einfach mal. So.
Bin mal gespannt, wie viele Blöcke das sind. Wir haben noch 396 Stufen. Also wenn wir damit nichts erreichen, ne? Da weiß ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir da, wie man es dann schwer erkennen kann. Oh. Da sind auch noch solche Kuppeln. Ja. Also es ist auf jeden Fall nicht schlecht. Hier sind einige Dungeons verfügbar. Und wie gesagt, in diesen sind auch... Es ist echt nicht schlechtes Loot drin, aber es könnte gleichzeitig auch besser sein, so in dem Sinne. Wäre auch cool, mal neue Dungeons hier zu sehen. Also wenn es so die Paar sind, ist ja echt langweilig. Wir haben bisher nur diese Kuppeln, diese Steindinger da, wo die Truhe drin ist. Und diese komischen Holzgestelle, was auch immer die machen. Wobei die helfen einem auch gut. Gerade wenn man Holz und so braucht. Guck, da ist schon das Ding. Und wie viel haben wir jetzt verbraten? Ich glaube ungefähr 2 Stacks, ne? Geht noch. Muss man so sagen. So. Und dann können wir uns da wieder reinbuddeln. Am besten gehen wir als nächstes... Dann bauen wir uns darüber. Dass wir hier dann auch gute Wegverbindungen haben. Oh! Geh bloß weg. Jo, man kann voll... Alter, man kann mit der Axt richtig spammen. Das ist ja mal mega. Und dann können wir die Kiste abbauen. Und was haben wir hier alles? Ein Snow Golem Pad. Gibt Schneebälle. Give Items. Toggle. Und hat Rückstoß. Gibt Schneebälle. Give Items. Toggle. Snow Golem is now giving Items. Oh. Und wir haben einen Titan Case. Oh. Yo. Nice Schuhe haben wir da bekommen. So, und wir haben geile Ziegelsteine sogar bekommen. Beziehungsweise Steinziegel. So, da können wir... Dann baue ich mich gleich weiter darüber. Man kriegt in diesen Dungeons immer so ein Pet. Okay. Das ist interessant. Ich glaube, früher war das in Bäumen. Wo wir, weil diese Mod hatten wir auch schon in der ersten Modded Minecraft Season. Also mit der 1.7. Da war die Mod auch schon drauf für diesen Pets. Da hatten wir da auch diese schicken Pets gehabt. Und das war echt gar nicht mal schlecht. Deswegen. So, dann bauen wir uns einfach zur nächsten, zu diesem nächsten Dungeon darüber. Und dann mal gucken, wo es als nächstes hingeht. Ob man noch irgendwo was Nices finden kann. Oder auch nicht. Wer weiß. So. Mehr Stufen, mehr Stufen. Wir brauchen halt Obsidian. Und das Ding ist, ich habe ja auch nicht viel Lava oder so. Dass ich jetzt mir ganz viel Obsidian grabben könnte. Sei ich jetzt vielleicht irgendwo Lavasee oder so, das wäre echt hilfreich. Dias kriegen wir wahrscheinlich irgendwie. Die sind safe irgendwie easy zu kriegen. Boah, guckt euch mal an, wie viel da ist. Oh mein Gott, was ist das denn? Yo. Okay, das sieht sehr interessant aus da. Wir brauchen auf jeden Fall, wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen Stein farmen. Das steht fest. Das steht auf jeden Fall fest. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Das steht fest. Jo. Da haben wir hier eine riesige Wegverbindung. Das ist gar nicht mal so schlecht. Dann kann man immer zu verschiedenen Dungeons switchen. Deswegen. So, dann haben wir hier auch schon das nächste Dungeon. Boom. Jo, da hinten ist... Oh, da ganz hinten ist auch noch was. Aber es ist wahrscheinlich nur wieder so ein Holzgestell. Dann würde ich sagen, bauen wir uns dann darüber von dem zu dem. Und dann können wir uns ja dahin bauen. Wenn es... Wenn natürlich der Stein reicht, ne? Das kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Jetzt können wir wieder Spam hitten. Yo, what? Yo, was ist er denn für eine? Yo, warum haben wir auf einmal so ein Knockback mit dieser Axt jetzt? Ach, wegen dem Schnee, Golem hier. Hier, das steht der Rückstoß. So, mal gucken, was kriegen wir jetzt hier? Oh, Spider-Pad, Sprungkraft, Wandlauf, Hängen an Wänden. Oh mein Gott. What? Alter, das ist geil. Was frisst der? Rohes Fleisch. Geht auch verrottetes Fleisch? Das würde mich jetzt mal echt interessieren. Ist ja eigentlich auch roh. Boah, wir können springen. Das ist richtig geil. Und wir haben sogar einen Diamanten. Gibt Items. Seide. Also Fäden. Na gut, das lassen wir aber aus. Na gut, gibt Schneebälle. Brauchen wir eigentlich auch nicht, aber... Wir lassen es einfach mal an.
So, dann würde ich sagen, bauen wir uns darüber. Von dem würde ich mich dann dahin bauen und dann bauen wir uns zu dieser Kuppel. Es sei denn, da hinten ist noch irgendwas übel Heftiges. Aber da ist gar nicht mal so schlechter Loot drin in diesen Dungeons. Der ist nicht zu OP, aber auch nicht, dass ich jetzt so sage, davon brauche ich gar nichts. Weil mit diesen Pets kommt man auch weiter. Man braucht halt nur das gewisse Item, um die halt zu füttern oder so. Weil ich glaube, die werden nach einer Zeit leer. Das habe ich jetzt mittlerweile auch schon rausbekommen. Deswegen. Ja, da gucken wir mal weiter. Wir haben noch 153 Steine. Das dürfte noch relativ viel sein. Also bis zur nächsten Dungeon reicht es auf jeden Fall noch. Das steht fest. Ich finde es ja interessant, wie die Minimap aussieht, weil da hinten noch richtige Biomes angezeigt werden, obwohl hier halt nichts ist. Aber da steht ja auch immer, was für ein Biom ich jetzt wäre. Ich wäre jetzt in einem Ahornwald. Also es scheint wohl Mod-Biom zu sein hier. Bei Ahornwald ist ehrlich gesagt nicht bekannt. So, jetzt haben wir nur noch sehr wenige Steine. Wobei, wir haben noch ein Stack, glaube ich. Ja, wir haben noch ein Stack. Stufen. Ich glaube, wenn dann die Viecher, diese Pets, wenn die ein Items geben, dann gehen die wahrscheinlich schneller leer. Das könnte ich mir jetzt vorstellen. Wo ist denn das Dungeon? Da ist es. Guck mal, da sind sogar noch mehr von denen. Das ist so, als wenn die Abstände immer abgemessen sind. Genau, so sieht das hier aus. Als wenn die Map einfach immer gekopiert und pastet ist. So kommt mir das hier vor. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es irgendwie so ein. Ich habe irgendwie das Gefühl. Weiß nicht wieso. So. Wer will jetzt hier schon wieder Stress haben, ne? Ist da schon wieder so ein Spucker drin? Ich höre schon wieder irgendwas. Was war das denn schon wieder? Da ist so einer wieder. Der kommt weg. So, wir haben es ja einfach aus der Map-Geschichte geschlagen. Was haben wir jetzt? Enchanting. Nein. What? Oh nein, es hat sich abgenutzt. Oh, weil wir es geöffnet haben. Und es ist Lapis Nuggets. Oh, die haben wir sogar. Geil. Okay, das ist sehr gut. Wir haben einfach ein Verzauberungspad. Okay, das ist wirklich heftig, ohne Scheiß. Das finde ich echt heftig. Alter. Okay, das finde ich heftig. Ich habe schon voll vergessen, dass wir ja Wände hochklettern können. So, dann könnten wir uns ja dort rüber bauen. Und von dort aus dann dahin, zu den neuen Kuppeln. Und dann können wir da auch wieder Kohle kriegen. Alter, wie hoch das ist. Holy moly. Ja, ich glaube aber dafür werden die Stufen nicht reichen. Das werden wir schon herauskriegen. Ja, vor allen Dingen, wenn man das wieder so macht wie ich hier. Und wieder tausende verschwende. So, komm, 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 komm. Ja. Aber wir kommen trotzdem irgendwie voran. Das ist ja wichtig, sich in Skyblock erstmal sehr viel zu erfahren. Und gerade auch wenn man Mods dabei hat, dann dürfte es eigentlich auch ein bisschen einfacher gehen. Das ist jetzt nicht das reguläre Skyblock, ansonsten würde es ja viel langsamer vorangehen. Muss man mal ehrlich so sagen. Weil ohne diese Struktur jetzt da mit den drei Kuppeln direkt in unserer Insel ist, da hätten wir jetzt um Länge nicht so viel Stein gehabt und wir hätten halt da gestanden und müssten eigentlich den ganzen Part nur Steine sammeln. Und da hätte ich ja halt gar keinen Bock drauf. So. Oh. So, wir haben jetzt noch ein paar Steinziegel. Aus denen würde ich sagen, machen wir einfach Stufen. Heidiala. Runter damit. Das ist halt das Geile, weil Keep Inventory muss halt einfach an sein. Ansonsten wäre ich hier ja jetzt schon so oft verzweifelt. Und da hätte ich ja gar keinen Bock drauf gehabt. Und wenn es schon an ist, dann nutzt man es auch einfach aus. Ganz ehrlich. So, was können wir hier wieder irgendwas stacken? Oh, wir haben aber echt viel Kohle, jetzt mal ohne Mist. Also Kohle haben wir echt viel. So, diese Steindinger, die brauchen wir auf jeden Fall noch. Aber wir könnten uns ja eigentlich auch Holzslabs machen. Machen wir uns jetzt einfach. So, wir können uns erstmal hier. Können wir uns erstmal noch ein paar machen. So. Bam. Und dann können wir uns hier. Machen wir uns auch einfach noch ein paar Slabs. Dass wir erstmal ein bisschen was haben wieder. So. Holz haben wir eh erstmal jetzt relativ viel, sage ich mal. So. Ah, letztes Mal hatten wir aber noch ein bisschen mehr. Warte mal, der. Oh, jetzt ist es leer. Lieblingsessen, Kürbis. Wir haben noch Kürbiskerne. Wir haben Kürbisse. Das müssen wir uns auf jeden Fall merken. Boah, also das Spinnpad ist aber auch echt heftig. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall da hinten wieder hinrennen. Das kann jetzt ein bisschen dauern, aber. Komm, es gibt Schlimmeres.
Sind wir mal ehrlich. Aber das Spinnpad ist echt geil. Vor allem auch, dass man Wände hochkraxeln kann. Das finde ich mega heftig. Ja, jetzt wäre das Schinkenpad nicht schlecht. Weil das Schinkenpad, das bringt dann nämlich Speed. Und jetzt müssen wir halt diesen ganzen Weg wieder laufen. Das ist leider so. Aber das Spiderpad bringt halt schon was. Auch das Verzauberungspad, das ist richtig heftig. Boah, der Weg wird lang. Ach, wisst ihr was, Leute? Ich würde sagen, wir beenden den Part einfach hier, dass ich das Offscreen rennen kann. Und dann würde ich einfach sagen, ich weiß jetzt auch nicht, wie lang der Part ist, aber dürfte auch wieder lang genug sein. Deswegen, ja, würde ich einfach sagen, bis dahin, Leute. Und tschüss.